Guten Abend, willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Willkommen an die beiden Trainer, Dominik Reinhardt und unseren Ilja. Zum Spiel selber, Dominik Reinhardt, haben Sie jetzt einmal den Vorrang und dürfen uns sagen, wie Sie das Spiel gesehen haben, insgesamt. Ja, erstmal Glückwunsch an Illertissen. Ich glaube, zu einem heute doch verdienten Sieg. Gerade wie meine Jungs in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, das geht einfach nicht. Ich kann es einerseits nicht verstehen, aber es ist immer so im Fußball, oder oft so im Fußball, dass wenn man dann letzten Sonntag so eine Leistung abruft gegen 1860 München, dass dann vielleicht der ein oder andere im Kopf hat, oh, was will Illertissen eigentlich von uns, die hauen mal so im Vorbeigehen weg. Und das geht in keiner Liga und schon in der Regionalliga gar nicht gegen eine Spitzenmannschaft der Liga. Und von daher waren, sage ich mal, 8, 9 Spieler bei uns dabei, die keine 100% in der ersten Halbzeit abgerufen haben. Es war mit Ball, im Ballbesitz schon schlecht, was wir gespielt haben. Und gegen den Ball war auch keine Laufleistung dabei und kein Zweikampfverhalten. Von daher waren wir froh, dass wir mit 0-0 in die Halbzeit gegangen sind. Dann kriegen wir direkt das 1-0 nach einer Ecke. Und danach sind die Jungs so ein bisschen aufgewacht. Und ich glaube, nach dem Stromausfall oder nachdem die Sicherung draußen war, hat es bei meinen Jungs so ein bisschen nochmal Klick gemacht und dann waren wir eigentlich ganz gut im Spiel. Haben vielleicht auch die ein oder andere so Halbchance gehabt, haben gekämpft und das zweite Tor unnötig, aber das passiert immer wieder im Fußball, dass man dann so einen Fehlpass spielt. Und wenn man dann natürlich so einen schnellen Stürmer vorne hat, spielt einem das natürlich in die Karten. Und wie gesagt, ich kann nur meinen Glückwunsch aussprechen zum Sieg, weiter alles Gute wünschen und hoffe, dass meine Jungs nächste Woche gegen Seligenporten wieder besser machen. Okay, gut, danke, Dominik Reinhardt. Ilja, du freust dich sicherlich. Ja, danke. 2-0, ja? Ja, absolut. Also, ich denke, ja, wir können uns heute wirklich freuen über den Sieg. Wir haben auch ganz gute Leistung gebracht. Also, erste Halbzeit denke ich mir, dass wir ganz gut ins Spiel reingekommen sind. Da haben wir dann versucht, auch den Gegner vorne zu bearbeiten und einfach viele Aktionen zu kreieren. Haben wir jetzt keine ganz große Chance gehabt, aber ich glaube, wir haben erst ab seit gefühlt fast 10 Eckbälle und aus dem haben wir zu wenig rausgebracht. Aber wir waren ganz gut im Spiel. Das ist einmal haben wir ein bisschen Glück gehabt, wo das Ausbruch allein aufs Tor war zugelaufen ist, aber da haben wir Passweg nicht zugestellt. Sonst in dem ganzen Spiel, denke ich mir, aus der Design 100%ig haben wir dann ganz wenig Chance zugelassen oder fast gar keine, also richtige 100%ige. Also das sagt auch, dass wir da ganz gut gearbeitet haben. Ja, bis zum Flutlicht aus, denke ich mir, haben wir ein ganz gutes Spiel gemacht. Ja, und danach war Stecker bei uns auch aus, so habe ich das Gefühl. Ja, so ein bisschen, du führst 1-0. Es ist so ein bisschen, Gegner weiß, der muss mehr tun und wir sind schon gefühlte Sieger und führen 1-0 und denken, es ist nur verteidigen. War eigentlich nicht das Plan, wir wollten eigentlich, aber es ist so manchmal und 10 Minuten haben wir gekämpft, einfach mal nicht das Gegentor zu kriegen. Und dann irgendwo kriegst du ein bisschen Luft und mit dem 2-0 war dann Spiel gegessen und so. Und dann, aber kämpferisch, läuferisch war top und denke ich mir, so gute 60 Minuten haben wir auch ganz gut mit Ball, waren unterwegs und ich im Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ja, besonders gegen Augsburg, weil die jetzt letztes Spiel gewonnen haben gegen 60. Das ist für uns ist etwas Besonderes. Ja, aber ich denke mir, wir haben uns das Sieg auch dann verdient. Ich denke, dass das geht in Ordnung und wir sind zufrieden und die Jungs kriegen jetzt mal Wochenende frei und dann passt das. Also. Da haben wir nächste Aufgabe. Ja, okay. Ja, gut, soweit, so gut für heute mal. Prost. Danke an euch zwei. Danke, Dominik Reinhardt. Gute Heimfahrt. Danke. Alles Gute weiterhin. Und Ilja, wir fahren nächste Woche weiter in München bei Bayern. München bei Bayern am Freitag, ja. Alles klar. Gut, danke.